In diesem Video bestimmen wir die 7 größten tektonischen Platten anhand einer Kartenübung. Tektonische Platten, die die Erdkruste beinhalten und an deren Grenze, wo sie aufeinanderstoßen, oft Erdbeben stattfinden. Wichtigster Sachverhalt der Platten ist, dass sie nicht nur Kontinente, sondern auch große Teile des umgebenden Meeres beinhalten. Das sehen wir schon besonders gut an der ersten großen Platte, der nordamerikanischen Platte, die neben dem nordamerikanischen Kontinent große Teile des Atlantiks beinhaltet. Gleicher Sachverhalt auch bei der zweiten Platte, der südamerikanischen Platte. Hier sind wieder große Teile des Meeres dabei. Besonders krass ist dieser Sachverhalt bei der dritten Platte, der australischen Platte. Hier nimmt der Kontinent Australien einen relativ kleinen Bestandteil ein und ein Großteil ist der Indische Ozean, der mit dieser Platte abgebildet wird. Die vierte Platte, das ist die afrikanische Platte und die fünfte Platte umfasst die beiden Kontinente Europa und Asien und wird Eurasische Platte genannt. Die sechste Platte, hier ganz unten zu sehen, ist die antarktische Platte und eine sehr große Platte, die hauptsächlich im Meer liegt, das ist die pazifische Platte.